Das Rathaus der Stadt Arnsberg wurde im Jahr 1968 eröffnet und bot jahrzehntelang Platz für 295 städtische Mitarbeiter. Die Stadt Arnsberg stand vor Herausforderungen wie Überhitzung, gestiegenem Energiebedarf und mangelnder Barrierefreiheit. 2014 wurden eine Standortanalyse und Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um Lösungsmöglichkeiten zu finden. Dank Fördermitteln aus Stadtumbau West und KfW fiel die Entscheidung für die Sanierung des Hochtrakts und den Abriss des Flachtrakts. Mittlerweile wurde der Hochtrakt umfassend von Schadstoffen saniert und im Laufe des Jahres 2021 erfolgte die Kernsanierung bis auf das Betonskelett. Gleichzeitig wurde der Flachtrakt nach der Schadstoffsanierung komplett abgebrochen. Aufgrund einer erhöhten Schadstoffbelastung des Bodens durch Altlasten in der Vergangenheit wurde eine Grundwasserreinigungsanlage implementiert, um das anfallende Grundwasser aus den Baugruben effektiv zu reinigen. Damit entspricht es den behördlich vorgeschriebenen Einleitwerten, um in die Ruhr eingeleitet zu werden. Die nächsten Schritte für das Rathaus der Stadt Arnsberg sind klar definiert. Der Fokus liegt auf der Fertigstellung des neuen Flachtrakts bis zum Frühling 2024. Ab Februar 2024 beginnen die Fassadenarbeiten am Hochtrakt, gefolgt von den Innenausbauarbeiten ab Juli 2024. Der Flachtrakt wird ab März 2024 eingerüstet, mit geplanter Inbetriebnahme des gesamten Rathauses im November 2025. Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze auf den Kommunikationsportalen der Stadt Arnsberg.